willkommen jetzt ganz offiziell. Und ich muss sagen, Sie kennen uns ja jetzt schon alle recht gut. Sie wissen, was wir gefrühstückt haben. Sie kennen seinen Lieblingsverein. Aber natürlich geht es um was ganz anderes. Und es ist schon eine interessante Kombination, nämlich Auto und Karawan sozusagen unter einem Dach. Macht Sinn, aber man muss auch sagen, die beiden Branchen, die sehen sich natürlich ja in zwei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. In der Automobilbranche ist es tatsächlich so, da wird gemeckert über zu hohe Emissionen, zu hoher Verbrauch und man muss sich eigentlich permanent rechtfertigen. In der Karawanenindustrie ist es andersrum. Ja, dort kauft man sozusagen die Hütten leer, keiner fragt eigentlich, was vorne dran hängt. Nichtsdestotrotz ist Karawanurlaub mit Sicherheit absolut in sozusagen. Herr Retze, wie würden Sie beschreiben, die Entwicklung in den vergangenen Jahren ist für Sie natürlich toll und dieser Hype ist ja so, wie ich es gerade beschrieben habe, oder? Ja, definitiv. Es gibt da eine ganz, ganz positive Entwicklung bei uns in der Branche. Caravaning-Urlaub liegt absolut im Trend. Das jetzt ja schon seit einigen Jahren, bezieht sich natürlich auf beides. Also unsere Branche stellt ja beide Produkte her, also das Reisemobil, was man früher vielleicht auch mal Wohnmobil genannt hat, also mit Motor sozusagen, und dann eben dem Thema, dem wir uns heute stärker widmen werden, den Caravans, also den klassischen Anhängern. Zwei unterschiedliche Produkte, die auch teilweise in unterschiedliche Zielgruppen ein Stück weit ansprechen, weil sie auch anders genutzt werden. Aber wir sehen eben, dass das Thema insgesamt sich sehr positiv entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Also das vergangene Jahr war absolutes Rekordjahr für unsere Branche. Erstmals über 71.000 zugelassene Freizeitfahrzeuge. Das sind dann eben beide Fahrzeugtypen zusammen. Und wenn man sich da auch die Caravans da nochmal einzeln anschaut mit fast 24.000 Zulassungen, das ist das beste Ergebnis seit über 20 Jahren, dann sind das natürlich ganz tolle Wachstumsraten. Auch dieses Jahr geht die Entwicklung da nahtlos weiter. Ist ein Stück weit auch ein, ja, wir haben es mal Comeback oder Revival auch genannt, weil wir natürlich schon gesehen haben, dass es so ab dem Jahr 2000 ungefähr schon insgesamt eine tendenziell rückläufige Entwicklung gab, was die Caravans anging. Da haben wir eine gewisse Substitution gesehen, also dass der klassische Camping- und Caravaning-Kunde dann ein bisschen abgewandert ist vom Wohnwagen zum Wohnmobil. Das hat sich aber jetzt in den letzten Jahren wieder ins Gegenteil verkehrt. Also 2019 werden wir auch wieder ungefähr 10% bei den Neuzulassungen der Fahrzeuge wachsen. Wäre dann das sechste Wachstum in Folge. Ich glaube, das spricht für sich. Es gibt natürlich auch viele andere Zahlen, die man dann auch nennen könnte. Wir haben beispielsweise kürzlich eine Studie in Auftrag gegeben bei der GfK, größtes deutsches Marktforschungsinstitut. Die haben eben ermittelt, dass 22% der befragten erwachsenen Deutschen sich vorstellen können, in den nächsten Jahren Caravaning-Urlaub zu machen mit einem der beiden Fahrzeuge. Das sind also 14,2 Millionen Deutsche. Und wir sehen auch insbesondere, dass das wieder ein Thema ist für die Millennials. Ich bin selber auch einer, also die Leute zwischen 23 ja. und 37. Man sagt ja häufig, Camping, Caravaning, das ist vielleicht irgendwie eher was für die ältere Generation. Und wenn wir da aber uns anschauen, die Affinitäten, dann sehen wir absolut, dass das vor allen Dingen auch wieder diese Gruppe 23 bis 37 anspricht, sodass wir da so auch für die kommenden Jahre nicht wirklich Zukunftsängste haben, sondern uns ganz gut aufgestellt sehen. Noch eine andere Zahl, vielleicht wenn man sich den Caravan-Salon anschaut, also unsere wichtigste Branchenmesse, die eine Woche vor der IAA stattgefunden hat, mit 270.000 Besuchern, absoluter Besucherrekord, die Zahlen von der IAA, wir haben es ja gestern alle gehört, rückläufig. Haben sich ja da doch verändert. Gibt sicherlich viele Gründe für diese Entwicklung, werden wir vielleicht auch noch nachher darauf eingehen, aber wenn man die Zahlen einfach mal so gegenüberstellt dann, und vielleicht einen 10-Jahres-Vergleich oder sogar einen 20-Jahres-Vergleich macht, dann ist das, glaube ich, eine ganz enorme Entwicklung. Und wir sehen uns da eben auch langfristig ganz gut aufgestellt, weil auch einfach die Gründe, die dafür sprechen, warum Leute diese Form von Urlaub machen,
jetzt nicht eine temporäre Erscheinung sind, sondern eher ganz, ganz grundsätzlicher Natur. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass sich das langfristig so entwickeln wird. Einfach Mobilität, Freizeit, Flexibilität, Naturnähe, das sind einfach die treibenden Faktoren, warum Leute sagen, ich mache diese Form von Urlaub. Und das könnte man ja auch beschreiben, ein Stück weit als ein Megatrend, also der auch sich jetzt unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen wahrscheinlich so fortsetzen wird. Jetzt muss man natürlich sagen, der Megatrend Caravan geht nicht ohne eine Zugmaschine. Und schon sind wir wieder beim Automobilhersteller gelandet. Wir haben gehört, die Zahlen auf der IAA rückläufig, die Besucherzahlen. Letztendlich müssen Sie sich permanent rechtfertigen, was die Emissionswerte anbelangt. Wie nimmt man denn diese Gesamtlage bei Subaru wahr? Ja gut, wir nehmen die Gesamtlage so wahr, dass es für uns, nicht nur für Subaru, sondern der gesamten Automobilindustrie einfach eine Riesenherausforderung ist. Weil die Welt dreht sich weiter, man muss mit neuen Produkten, mit neuen Innovationen an den Markt gehen. Und wenn man mal in die Historie der Automobilindustrie hineinschaut, dann sieht man, dass die Automobilindustrie in den letzten Jahrzehnten mit immer neuen Entwicklungen, mit immer weiteren Innovationen, dass es immer gelungen ist, die Kunden letztendlich davon zu überzeugen, dass das, was man gerade entwickelt, dass es einfach zukunftsorientiert ist. Wir haben in der gesamten Automobilindustrie und natürlich auch wir bei Subaru eine riesen Erfahrung daran, zukunftsorientierte Fahrzeuge zu entwickeln, die umweltfreundlich sind, die einfach den neuesten Trends entsprechen. Und wo wir selbstverständlich auch sehr, sehr großen Wert drauf legen, ist den neuen Emissionswerten, die ja immer wieder verlangt wird, letztendlich auch Rechnung zu tragen. Mhm. Speziell, wenn wir mal zu Subaru hineinschauen, auch da haben wir sehr viel getan. Wenn man alleine mal das Jahr 2016, und wir haben im Jahr 2016 haben wir uns vom Dieselmotor verabschiedet. Wir haben eine Global Plattform entwickelt, auf dieser Global Plattform, da werden unsere neuen Elektrofahrzeuge oder die Elektromobilität wird dort stattfinden. Und last but not least, Sie wissen das alle, wir stehen kurz vor der Einführung unserer neuen Hybridmodelle, unserer Mild Hybrid Modelle, die Anfang nächsten Jahres auch im deutschen Markt eingeführt werden. Also jede Menge Innovationen bei den Autoherstellern. Jetzt sind wir hier in der Halle ja mit wirklich tollen alten Wohnwegen, also komplett retro. Da stellt sich mir die Frage, welche Innovationen gibt es denn bei Ihnen, die in der Caravan-Branche? Worauf darf man sich da vielleicht besonders freuen? Da hat sich natürlich einiges getan, wenn man sich das alte Material hier mal anschaut, das hier rumsteht und schaut sich dann die neuen Caravans, wovon einige ja drüben stehen, jetzt nur von einer Marke, von einem Hersteller, aber das gilt natürlich auch für die ganze Branche, dass sich da technisch einiges getan hat. Man muss das so ein Stück weit zweiteilen. Man muss einmal die Komponente sehen des Wohnens vielleicht, wenn man das so sagen kann, und einmal die Komponente Mobilität des Unterwegsseins. Das ist ja das, was ein Wohnwagen und ein Reisemobil ausmacht, dass es irgendwie ein Zuhause ist, aber eben auch auf Rädern ist. Das muss man vielleicht so ein bisschen trennen. Wir sehen, wenn wir jetzt mal den Wohnwagen, also wenn wir den Wohnaspekt eines Caravans betrachten, dann sehen wir vor allen Dingen, dass da der Bedarf an Komfort steigt. Ja, mit Verlaub, es ist ja doch, wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, die sind ja auch jetzt nicht mehr im Originalzustand, aber es war ja doch irgendwo ein Stück weit schon spartanisch. Ich glaube, das wird man schon so sagen können. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren und vor allen Dingen Jahrzehnten auch einiges getan, einfach weil die Kunden auch mehr Komfort wünschen, mehr Komfort möchten. Den wirklichen Wohnkomfort, und das zeigt sich dann eben in verschiedenen Dingen, zeigt sich bei den Materialien, die da verwendet werden, hochwertigere Materialien, aber auch beispielsweise, dass die Kühlschränke leistungsfähiger sind, und an vielen anderen Aspekten, Bad, Bett und so weiter, da wo die Leute eben auch, die Kunden auch andere Maßstäbe eben anlegen. Ganz wichtiger Punkt ist auch Smart Home Technologie, also das, was man wirklich auch von dem Zuhause kennt, eben auch, das wird eben auch übertragen oder mittlerweile erwartet im Zuhause auf Rädern, dass ich eben dann beispielsweise das Licht über eine App steuern kann oder auch die Heizung und überhaupt die Komponenten vernetzt sind.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es natürlich auch eine gewisse Nutzerfreundlichkeit bietet. Gerade wenn man vielleicht auch das erste Mal mit einem Caravan unterwegs ist, dann ist das ja vielleicht doch irgendwie alles so ein bisschen neu. Wie funktioniert das genau mit der Gasflasche? Wie lange reicht da mein Vorrat? Ja. Und das sind natürlich so ein Stück weit auch Einstiegshürden für manch einen Neueinsteiger. Das ist vielleicht auch so ein Klischee oder so ein Bild, das man hat, wenn ich Caravani-Urlaub machen will, dann muss ich so ein Typ dafür sein. Und muss das vielleicht 10 oder 20 Jahre schon gemacht haben. Und wenn ich halt jetzt einfach mir eine entsprechende App aufs Handy runterlade und sehe da sofort, okay, ich habe jetzt noch so und so viel Gas in der Flasche und das hält noch 3 Tage oder auch noch eine Woche. Und dann kann ich eben sagen, wunderbar, damit komme ich noch bis zum Ende des Urlaubs hin, muss ich mir keine Gedanken machen, wo kann ich das auffüllen. Selbe mit dem Wassertank. Also das ist ein ganz großes Thema und vielleicht so ein Stück damit einhergehend und da ist auch ein bisschen dann der Bogen zu den Zugfahrzeugen, ist das Thema Leichtbau, weil natürlich diese vielen zusätzlichen Features, Extras und so weiter, die sowohl Komfort als auch Sicherheit erhöhen, natürlich naturgemäß ein gewisses Gewicht mit sich bringen. Und das muss eben an anderer Stelle eingespart werden. Also aktuell ist es so, dass heute zugelassene Caravans, die wiegen so im Schnitt 1,7 Tonnen. Ja, also es ist deutlich mehr als das, was dann beispielsweise hier steht. Und wir sehen eben gleichzeitig auf der Seite der Zugfahrzeuge, dass Leute eben tendenziell eher kleinere, kompaktere Fahrzeuge kaufen mit weniger Anhängerlast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das geht dann ein Stück weit auseinander. Mhm. Und da ist man bemüht, also durch leichtere Materialien da dem entgegenzuwirken, also beispielsweise auf Schrauben oder sowas zu verzichten. Die sind ja sehr schwer aus Metall. Stattdessen Klebeverbindungen und so weiter zu verwenden, darf natürlich nicht zulasten der Sicherheit gehen, das ist völlig klar, aber das Gewicht ist einfach so ein Thema und dann eben auch mit Zugfahrzeugen, die zunehmend weniger Anhängelast anhängen dürfen. Und das Thema wird sich ja bei der Elektromobilität dann noch verstärken, ist da ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen das gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Jetzt hört sich das für mich so an und es ist ja auch definitiv so, die Caravans werden immer interessanter, weil innovativer. Das heißt, das ist ja auch dann für den Automobilhersteller viel interessanter, denn das Zugfahrzeug, das wird gebraucht. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns über den Erfolg, der in der Caravanbranche ist, weil letztendlich hat die Caravanbranche genau die gleichen Kunden wie wir auch. Und der Kunde, der sollte und der steht immer im Mittelpunkt. Und wenn die Caravan-Branche mehr Wohnwägen verkauft oder mehr Caravans, das ist ja das neue Wort, mehr Caravans verkauft, dann freuen wir uns natürlich auch und setzen natürlich alles daran, dass die nach Möglichkeit einen Subaru kaufen. Klar. Mit den Subaru-typischen Attributen. Und da können wir doch jede Menge bieten. Das ist ja nicht nur unsere Anhängelast, unsere Qualität, unser permanenter Allradantrieb, sondern all die neuen Features, die wir in unseren Fahrzeugen drin haben. Wir sind bekannt dafür, dass wir eine Freizeitmarke sind. Caravan ist Freizeit, da fährt man doch sehr viel ins Gelände hinein, da kommt man mit Sicherheit auch des Öfteren mal in Situationen, sei es im Winter, sei es in Unebenheit, sei es in schlechtem Gelände, dass man vielleicht nicht mehr so vom Fleck kommt und da ist der Subaru genau das richtige Auto und deswegen freut uns das unwahrscheinlich und wir werden da selbstverständlich weiter an der Entwicklung arbeiten, dass wir für jeden Caravan-Käufer das richtige Zugfahrzeug haben. Da fragen wir doch direkt nochmal nach. Was wünscht man sich denn bei Ihrem Verband von den Autoherstellern? Es sind jetzt gerade schon ein paar Sachen reingeworfen worden, aber was wünscht sich denn der Verband tatsächlich? Worauf sollen denn die Autohersteller achten? Also der entscheidende Punkt wird tatsächlich sein, wie man es schafft, mit den Anhängerlasten umzugehen. Mhm. Vor allen Dingen eben dann beim Thema Elektromobilität, wenn das dann eben kommen wird. So ein Caravan hat eben nun mal gewisse Ausmaße, wird ja insbesondere auch von Familien gekauft und wenn sie dann mit 3, 4 Personen unterwegs sind, dann hat ein solcher Anhänger eben einfach eine gewisse Größe, da sind dann irgendwo gewisse Grenzen gesetzt.
Und das wird definitiv das Thema sein und insgesamt wird natürlich auch das Thema Elektrifizierung der Pkw auch natürlich uns beschäftigen, ja, denn wenn es da bestimmte Zulassungsbeschränkungen und so weiter einfach gibt, Verbrennungsmotor soll nicht mehr zugelassen werden und alles solche Sachen ab 2030, dann ist das natürlich auch was für uns ganz entscheidend ist und da wird man sicherlich Lösungen finden müssen, wie man es schafft, die Mobilität von morgen sicherzustellen. Und es wird nur zumindest zum Teil auch mit Elektromobilität gehen, insbesondere auch in den Städten. Ich glaube, da sollte man sich nichts vormachen, aber wird auch sicherlich nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber da sehe ich eigentlich die Hauptherausforderung. Jetzt werde ich gleich noch, Herr Dannert, sehr gerne Sie fragen, was Sie sich vom Caravan-Hersteller wünschen. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Es gibt da jetzt tatsächlich noch ein weiteres Hindernis für die Caravan-Industrie, nämlich diese Zusatzqualifikation für junge Leute. Das heißt, da muss nochmal ein separater Führerschein gemacht werden, egal ob es jetzt ein kleines oder ein großes Gespann ist. Das ist wahrscheinlich für Sie auch nicht ganz günstig, oder? Weil gerade wenn Sie sagen, die jüngeren Leute, die kommen jetzt, die wollen auch mit dem Caravan Urlaub machen, weil sie flexibel sind, das ist ein Hindernis, oder, diese Qualifikation? Das ist sicherlich ein Thema. Es gibt Möglichkeiten mit dem neuen, also ist ja jetzt auch nicht mehr so neu, aber wir sagen ja doch noch der neue Führerschein, sprich Klasse B, dort Zusatzführerscheine zu erwerben, um eben auch Gespanne über 3,5 Tonnen zu fahren. Das ist auch relativ unkompliziert möglich. Klar, das kostet ein paar hundert Euro. Wir würden uns sicherlich wünschen, dass das nicht so wäre. Wir setzen uns als Industrieverband auch in Brüssel schon seit längerer Zeit dafür ein, dass man diese Grenze eben auch auflockert. Also wir würden uns da 4,25 Tonnen vorstellen statt der bisherigen 3,5 Tonnen, weil diese 750 Kilogramm schon häufig den Ausschlag geben oder den Unterschied ausmachen können. Wir stellen aber auch fest, dass viele Caravan-Käufer tatsächlich auch die Entscheidung ganz bewusst treffen, einen Caravan zu erwerben und zu sagen, das ist jetzt etwas, was ich mir zulege und was ich auch intensiv nutzen will. Und die haben dann auch in der Regel die Bereitschaft, diesen Zusatzführerschein zu machen, wenn sie ihn nicht eh schon haben, weil sie den Führerschein vor 99 gemacht haben. Manch einer hat ja vielleicht auch von Berufswegen, weil er da größere Fahrzeuge fahren muss, die Berechtigung, die Fahrzeuge zu fahren. Wir würden uns das sicherlich anders wünschen. Wir sehen da aber jetzt kein unmittelbares Problem für die Zukunft. Bei der Vermietung könnte das eine Rolle spielen. Man muss dazu sagen, dass bei uns in den letzten Jahren, das war auch ein entscheidender Treiber für das Wachstum, die Vermietung von Freizeitfahrzeugen sehr, sehr beliebt war. Und das sind eben die Leute, die das mal machen wollen, mal ausprobieren wollen. Für die ist das dann natürlich ein Thema, weil die nicht extra noch einen Führerschein erwerben wollen, aber die nehmen dann vielleicht stattdessen ein Reisemobil. Also ein kleineres dann halt. Ja, also würden wir uns natürlich anders wünschen, aber wir sehen dann nicht. Ich glaube, das ist ja auch wieder was, wo die beiden Branchen so ineinander greifen. Auch für Sie ist das natürlich wichtig, dass die Menschen dann diese Zusatzqualifikation machen, denn dann haben sie das Zugfahrzeug. Jetzt haben wir gerade gehört, was die Caravan-Industrie anbelangt, ist es auch so, man arbeitet da, wie ich eben verstanden habe, nicht mehr mit den schweren Schrauben, sondern da werden Nähte geschweißt. Gibt es denn etwas, was Sie sagen können als Automobilhersteller, was Sie sich noch wünschen könnten von der Caravan-Industrie, damit vielleicht gerade diese Kombination noch optimaler und interessanter wird? Ja gut, hier ist es natürlich sehr wichtig, dass man ganz eng zusammenarbeitet und hier gibt es auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Selbstverständlich, jedes Kilogramm Gewicht, das ein Caravan weniger wiegt, bedeutet auf der anderen Seite auch, dass man von der Motorentechnologie ganz einfach zurückschrauben kann. Man kann beispielsweise, wenn man sich noch in dem Bereich der Benzin- oder Dieselmotoren befindet, kleinere Motoren einsetzen, das spart auch wieder Emissionswerte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr wichtig, wenn man die Hybridmotoren einsetzt oder auch unseren Mild-Hybrid, ist eine optimale Kombination, dass der Elektromotor eben dann zuschaltet, wenn man ihn braucht. Elektromotoren haben von Haus aus ja ein relativ hohes Drehmoment. Also da gibt es doch sehr, sehr viele Berührungspunkte, wo man unwahrscheinlich viele Dinge machen kann. Aber ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist das Thema Energiegewinnung. Und so ein Wohnwagen, egal
wie viel Arbeit da hineingesteckt wird in puncto Gewichtsersparnis. Er wird immer ein gewisses Gewicht haben. Und auch ein Wohnwagen muss bremsen, ein Wohnwagen hat Bremsen. Mhm. Wenn man sich hier auch über die Thematik der Rekuperation unterhalten könnte. Das heißt, gibt es eine Möglichkeit, die über die Bremsenergie, die in einem Wohnwagen beim Bremsvorgang erzeugt wird, diese Bremsenergie dann beispielsweise in die Batterie des Automobils wieder zurückzuspeisen, um eben hier auch noch effizienter zu werden, in den Emissionswerten besser zu werden und zusätzlich noch Energie zu erzeugen. Ich bin mir überzeugt, da gibt es die Möglichkeit, unwahrscheinlich viele Punkte, wo man ansetzen kann und wo man die Entwicklung auch weiter treiben kann. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt, auch für Sie, ne? Absolut. Also es gibt da auch erste Studien und erste Versuche in die Richtung, dass man also wirklich dazu auch hingeht, Techniken zu entwickeln, dass ein Stück weit der Caravan eben mitarbeitet und auch das Gespann als solches eben dann als Einheit mit antreibt, eben über Rekuperation auch dort einfach energieeffizient zu sein und diese Thematik eben der Energiegewinnung und der Emission, die ja dann logischerweise daraus folgt, eben auch von der Seite anzugehen. Sie haben noch ein anderes gemeinsames Thema, ganz klar. Beide versuchen natürlich den größtmöglichen Komfort sowohl im Auto als auch im Caravan zu leisten. Aber dann gibt es natürlich noch den Sicherheitsaspekt. In der Autoindustrie ein ganz großer Faktor. Was können Sie uns da zu sagen? Na gut, auch was die Sicherheitsfeatures, die Sicherheitsaspekte angeht, da ist die Entwicklung natürlich weit vorangeschritten. Und wenn ich da bei unserer Marke, bei Subaru, einmal hineinschauen darf und da ein Beispiel nennen kann, Sie alle kennen das, unser EyeSight-System. Wir haben unser EyeSight-System im Jahr 2014 auf den Markt gebracht und wenn wir heute die ersten Vergleiche fahren, was hat es denn wirklich gebracht, dann können wir mit Stolz vermelden, dass die Fahrzeuge, die mit EyeSight ausgestattet sind, 61% weniger Unfälle haben im Vergleich zu den Fahrzeugen, die eben kein EyeSight haben. Das ist also ein voller Erfolg. Und es ist ja nicht nur das EyeSight-System, es ist der Querassistent und alles, was da noch dazukommt. Ich gehe mal davon aus, da wird Jörg Krake nachher auch noch ein paar Worte dazu sagen. Also wir tun da unwahrscheinlich viel, um die Sicherheit der Fahrer ständig zu verbessern, weil das Ziel soll es sein, dass kein Mensch mehr durch einen Unfall in einem Automobil zu Tode kommt und natürlich auch die Verletzungsgefahr dementsprechend minimiert wird. Das ist nach wie vor das oberste Ziel für uns alle. Lassen Sie uns gerne abschließend noch mal darüber sprechen, wie das optimale Gespann in ungefähr 10 Jahren aussehen wird. Was meinen Sie, Herr Retz? Das ist natürlich ein Stück weit der Blick in die Glaskugel, aber ich denke, Sie haben zwei Aspekte angesprochen, die immer bedeutender werden. Das sind Komfort und Sicherheit, das ist einfach so. Und der zweite Punkt wird tatsächlich die Frage sein, wie man es schafft, energieeffizient und emissionsarm, vielleicht nicht emissionsfrei oder emissionsneutral, aber zumindest sehr emissionsarm, ein solches Gespann eben aufzusetzen. Verschiedene Möglichkeiten dazu haben wir besprochen. Und ich denke, es wird sich sicherlich dahin entwickeln, dass man die Kommunikation, so möchte ich es mal nennen, zwischen dem Zugfahrzeug und dem Caravan erhöht. Es gibt ja da auch verschiedene Einparkhilfen und so weiter vom einen oder anderen Hersteller und wo man also eben sieht, dass man das Gespann vielleicht mehr wirklich als eine Einheit betrachten muss, anstatt zwei einzelne Komponenten und die weiter miteinander zu vernetzen, dass die auch besser miteinander kommunizieren. Das denke ich, sollte so der Weg sein und wäre die Vision für die kommenden Jahre oder Jahrzehnte besser gut. Herr Dallert, wie sieht Ihr perfektes Gespann? Ja gut, da kann ich mich natürlich schon anschließen. Das Thema Rekuperation, Energiegewinnung, darüber habe ich schon etwas gesagt. Aber wenn ich da gerade mal ein Beispiel von heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, von Bad Nauheim hierher in Schönebonn auf der A3, da hatte ich vor mir auch ein Gespann und der schlenkerte auf einmal unwahrscheinlich und hat eine Fahrspur nicht mehr ausgereicht. Oh. So, wenn man hier, ja, er war schlichtweg zu schnell, ein bisschen Seitenwind, das hat sich schnell. Und hier sollte, und da bin ich überzeugt, dass die Entwicklung auch in diese Richtung geht, dass diese Dinge einfach nicht mehr passieren, dass automatisch Signale vom Wohnwagen an die Elektrik des Fahrzeugs kommen, hey, Achtung, es wird zu schnell, es kommt Seitenwind, bitte sofort Stabilität wahren lassen, das Fahrzeug dementsprechend abbremsen. Diese ganzen Dinge, die da dazugehören, bis hin zum intuitiven Fahren,
da bin ich überzeugt, dass das auch irgendwann kommen wird. Das ist für mich das optimale Gespann. Natürlich unter den ganzen Voraussetzungen, Gewichtseinsparung und so weiter und so fort, unter Verwendung neuer Materialien, alles, was damit dazugehört. Also wenn ich noch mal einen kleinen Anreiz setzen darf, das perfekte Gespann. Ich finde, es kann ein bisschen mehr Farbe in die Caravans kommen. Wenn man sich hier mal so umschaut, da gibt's Pink, da gibt's Orange. Also ein bisschen mehr Farbe auf die Straße, das fände ich persönlich ganz schön. Vielen Dank, Herr Dannert. Last but not least, wenn ich hier auch noch mal eine Anmerkung machen darf, das perfekte Gespann ist immer ein Subaru als Zugfahrzeug und dann den jeweiligen Caravan dahinter. Ja, das ist das perfekte Gespann. Darauf können wir uns für heute so einigen. Und dann machen wir aber einen Pinkfarben noch hinten dran. Oder so ein bisschen Farbe. Machen wir gerne. Gut. Vielen Dank, Herr Dannert, und vielen Dank, Herr Retz. Jetzt wollen wir natürlich über den Subaru sprechen, über den neuen LeVorg, das Modelljahr 2019. Jörg Racke, was ist neu? Der Subaru LeVorg hat seine Premiere gefeiert in 2015. Das sind jetzt 4 Jahre her. In der Zeit hat sich ein bisschen was getan, es hat sich ein bisschen was geändert. Aber ich möchte hier 3 Punkte aufgreifen. Fahrsicherheit, passt ja zu der Geschichte, die wir eben besprochen haben. Fahrsicherheit, Komfort, aber auch Konnektivität. Fahrsicherheit, es gibt markenübergreifend bei den ganzen Fahrzeugen nichts Wichtigeres. Es gibt nichts Wichtigeres als Fahrsicherheit und Insassenschutz. Egal, ob das Fahrzeug verbraucht, teuer, Fahrsicherheit und Insassenschutz, und das ist eines unserer Entwicklungsziele unseres Herstellers. Da gibt es einige Features, da sprechen wir gleich nochmal drüber, was es da im Detail gibt. Fahrkomfort, auch der Allrad gehört zum Fahrkomfort, sicheres Fahren auf der Autobahn. Allrad heißt nicht immer nur Traktion im Berg, in Bayern, im Süden, sondern auch Fahrsicherheit bei Regen, bei hoher Geschwindigkeit, bei Seitenwind, ganz wichtig. Fahrsicherheit, Fahrkomfort und Konnektivität. Wir gehen auch beim LeVorg mit der Zeit. Großes 7 Zoll Display im Entertainment-System von Harman. Und die Apps wie Apple CarPlay und Android Auto finden ihren Einsatz. Das ist der neue LeVorg. Was auch noch neu ist, und das erschwert es ein bisschen, ihn auf Anhieb zu erkennen, die Hutze ist weg. Wieso? Die Hutze, ein charakteristisches Ausstattungsmerkmal bei Subaru für die Turbofahrzeuge. Die Subaru-Fahrzeuge haben einen Boxermotor drin, kann man sich vorstellen. Die Zylinder quer flach im Motorraum liegend, oben die Ansaugbrücke. Und da braucht natürlich das Fahrzeug, wenn er aufgeladen ist, wenn er ein Turbo hat, viel Frischluft. Und da haben unsere Dieselmotoren, unser Rennwagen, der STI, aber auch der LeVorg, der anfangs mit einem aufgeladenen Motor kam, der hatte diese charakteristische Hutze. Jetzt haben wir den Motor verändert. Kein aufgeladener 1,6 Liter mehr, sondern ein Sauger, 2 Liter, der braucht keine Hutze, und das charakteristische Ausstattungsdetail ist weg. Ist zwar schade, aber dadurch haben sich natürlich auch die Verbrauchs- und die Emissionswerte verändert. Wie sehen die denn aus? Ja, wir müssen mit der Zeit gehen, ist klar. Ab nächstem Jahr gelten Grenzwerte für alle Hersteller und darauf arbeiten wir hin. Und wir setzen ja einen Motor ein, Benziner, Boxer, 150 PS. MPFI, Multipoint Fuel Injection. Die CO2-Grenzwerte versuchen wir im Rahmen zu halten, aber wir können natürlich leider noch nicht den Grenzwert komplett einhalten. Aber das ist branchenüblich, da stehen wir nicht alleine da. Wir arbeiten dran. Die Leistungen sind zufriedenstellend, auch gerade für den Anhängerbetrieb. Auch der LeVorg kann im Anhängerbetrieb gut eingesetzt werden. Und somit sind wir mit dem Motor, der jetzt dort eingesetzt wird, kein Sauger, kein Einspritzer, kein Turbo mehr, sondern ein Sauger, sind wir zeitgemäß für nächstes Jahr. Jetzt ist der LeVorg immer als Sportstourer bezeichnet worden. Inzwischen wird er als Familienkombi auch gerne mal gesehen. Wieso ist das so? Die Abmessungen und Leistungsdaten sprechen eigentlich für ein Familienfahrzeug. Große Kofferraum, große Heckklappe, großer Innenraum. Und wir schauen uns natürlich unsere Kundschaft an, unsere Zielkundschaft. Und vorher war es halt der spritzige 1,6 Liter aufgeladene Motor. Jetzt ist es der 2 Liter. Das macht auch ein bisschen was aus. Aber grundsätzlich war er vorher schon ein Auto für die Familie und ist immer noch ein Auto für die Familie. Nur hat sich jetzt der Motor, sag ich jetzt mal, von der Rennmaschine etwas verändert zum 2 Liter 150 PS.
Jetzt ist natürlich auch im neuen LeVorg das Thema Sicherheit ein ganz großes. Der Herr Dannert hat es schon angesprochen, dass wir nochmal über EyeSight sprechen. Das wollen wir jetzt gerne auch nochmal tun. Und was hat das Auto sonst noch? Ich habe es eben schon gesagt, es gibt nichts Wichtigeres als Sicherheit. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Manche denken da gar nicht so drüber nach. Die gehen zum Autokauf und handeln und machen und tun. Sicherheit ist das Wichtigste überhaupt. Ne? Und dann gerade mit Gespann. Ja. Der LeVorg, 2015 erstmals in Deutschland auf den Markt gebracht, hat dann 2017 das EyeSight-System bekommen. Volker Dannert hat es schon angesprochen. Ein Fahrerassistenzsystem mit zwei digitalen Kameras, rechts und links von dem Innenspiegel. Keine Radargeschichte in der gefährdeten, anschlussgefährdeten Zone. Und auch dieses EyeSight-System wird jedes Jahr neu entwickelt. Es ist, wie gesagt, elektronische Kameras. Da sind Projekte hinterlegt, die reagieren, wenn sie den Rückteil eines Motorrads oder eines Fahrrads oder eines LKW sehen. Das kann man alles optimieren und auch die Linienführung auf der Straße. Das heißt, hier wird immer verbessert. Fahrsicherheit, Insassenschutz. Gut, das ist jetzt so nicht das Herausragende, aber auch wir arbeiten mit Insassenschutz, hochfeste Stähle. Die Kabine ist das Wichtigste, die heile bleiben muss. Insassenschutz. Wir machen da In-House-Tests. Da wird beispielsweise, gibt es interessantes Filmmaterial drüber, ein 2500 Kilogramm Gegenstand wird gegen das Auto geschossen bei 90 Stundenkilometer. Man wählt hier schon Extreme, um die Fahrinsassensicherheit zu gewährleisten. Das kostet jetzt aber natürlich auch was. Dieses Plus an Sicherheit, womit muss man denn da rechnen? Gut, im Laufe der Zeit von 2015 bis heute haben einige Veränderungen am LeVorg stattgefunden und die sind nicht teurer geworden, sondern die sind preisgünstiger geworden. Wir konnten das Fahrzeug etwas preisgünstiger gestalten und sind damit konkurrenzfähig im Markt. Wir konnten beispielsweise den Listenpreis um 3.000 Euro reduzieren. 3.000 Euro, das ist eine ordentliche Stange. Da kann man dann den Caravan-Führerschein machen. Das ist doch ganz gut. Hat man gleich die Finanzierung für den Zusatzschein. Herr Kracke, jetzt ist es so, dass wir natürlich auch die Anhängelast am LeVorg haben. Da haben wir schon drüber gesprochen. Welche genau ist das bei dem neuen Modell jetzt? Wir haben in der Subaru-Palette spezielle Zugfahrzeuge, sage ich jetzt mal. Das ist unsere Strategie. Ein Zugfahrzeug hat schon ganz besondere Eigenschaften, auch von der Bodenfreiheit her. Und dieses spezielle Zugfahrzeug hat das Entwicklungsziel 2 Tonnen Anhängelast. Aber auch der LeVorg, der nun ein Familienfahrzeug ist, ist für den Anhängerbetrieb geeignet. 1,5 Tonnen Anhängelast bis 12% Steigung, auch ganz wichtig. Und da kann er schon Karawane ziehen, wie beispielsweise den Fendt, den wir auch für unsere Tour morgen vorbereitet haben. Sie haben eben gesagt, 1,7 Tonnen im Durchschnitt. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Da müsste man ja über 2 Tonnen da Gespanne haben. Aber ich kenne viele, die sind unter 1,5 Tonnen und dann ist der LeVorg genau das richtige Einsatzfahrzeug dafür. Fahrsicherheit, Fahrstabilität, Allradantrieb. Volker Dannert hat es eben gerade genau geschildert. Er hat den heute Morgen auf der Autobahn gesehen, wenn er schlingert. Das passiert natürlich nicht, wenn das Zugfahrzeug Fahrstabilität hat. Jetzt ist es so, wir haben nun auch noch den XV und den Vorräder. Die sind 2020, kommen die auf den Markt und da schon mit einem alternativen Antrieb. Warum gab es das denn jetzt beim LeVorg noch nicht? Die gesamte Automobilbranche muss ihre Antriebstechnologie umstellen auf die neuen CO2-Werte. Nächstes Jahr. Die Fahrzeugentwicklung ist gesteuert von der Abgasgesetzgebung, das muss man sich auch mal vorstellen. Und auch da macht unser Hersteller mit und wir werden den Hybrid einführen. Da nehmen wir uns natürlich Fahrzeuge, die vom Modellzyklus dran sind, sage ich jetzt mal. Und das ist in diesem Fall beispielsweise der Forester und der XV. Denn dazu gehört, und auch das hat Volker Dannert schon eben gesagt, eine neue Plattform, eine sogenannte Subaru Global Plattform. Da passt der E-Antrieb rein. Und das geht nur einher mit einem Modellwechsel. Und da ist jetzt der LeVorg noch nicht dran. Schauen wir mal, wie es dort aussehen wird. Aber wir fangen jetzt mal an nächstes Jahr mit dem Forester, mit dem XV. Auch der Impreza bekommt eine Unterstützung, einen Elektroantrieb.
Vielen Dank, Jörg Kracke. Gerne.